Und willkommen zu einem kleinen weiteren Minecraft-Sie-Test. Die heutige Nummer ist nicht ganz so klein, aber laut Aussage der Webseite soll sie vielversprechend sein. Das wäre dann die 72104. 14366 237 08 3040. Ja, sollte hinkommen. Na dann, ich bin gespannt. So, da sind wir. Flaschen reinpfeifen und mal umschauen. Okay. Dschungel, Waldanwesen und Pillager Outpost. Ich würde sagen, der Seed hat gewonnen. Ich spiele hier kein Hardcore. So, dann machen wir als erstes mal unser. Wow. Wow. Okay, also. Hier hat man einen Raid. Hier hat man. Oh Gott. Mit diesem Seed hat man schon gewonnen. Ja, da klappert's schon. Aber mich interessiert weniger das Klappern. Genau. Als mehr die Evoker. Hallo, hallo. Ja, hier könnt ihr Freude haben. Und zwar so richtig. Gut. Dann gucken wir mal, was das Seed noch alles an Überraschungen hat. Begeben wir uns zuerst einmal in Richtung Dschungel. Ah, hier ist eine Schlucht. Falls man den Start überlebt, kann man sich hier mit Eisen eindecken. Eisen, Eisen. Und eine unterirdische Mine, die gerade abbrennt. Gleich wird ein Spinnenspawner vor der Haustür. Haha. Und da ist die Rettung. Es gibt Schienen. Ja. Ich würde mal sagen, Party on. Oh, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ah, hier. Gut. Kakao gibt es hier. Ein Dschungeltempel gibt es. Und wenn Bambus zu finden ist, dürfte auch die Panda nicht weit sein. Aber da muss ich erstmal ein bisschen suchen. Noch habe ich keinen Bambus gefunden. Immerhin gibt es Papageien. Und noch ein Dschungeltempel. Und Bambus. Alles klar. Der Seed hat dann wohl gewonnen. Der Seed hat dann wohl gewonnen. Das Einzige, was man hier machen kann, ist möglichst schnell, möglichst weit weglaufen und hoffen, dass man irgendwann genug Material findet, um zurückkehren zu können. So. Ah, jetzt kommen wir endlich aus dem Dschungel raus. Zeit wird's.
Da drüben ist Tiger, Spruce, Oaks. Sehr gut. Lässt sich ja alles beleben. Pilze habe ich auch schon genug gesehen. Ja. Vier Lava gibt es hier. Gleich am Start ist ja schon ein bisschen was abgebrannt, weil Lava an der Oberfläche war. Hier ist auch Lava an der Oberfläche. Jetzt kommen wir hier in Tundragebirge rein. Sehr gut. Hat jemand von euch ein Dorf gesehen? Ich bisher nicht. Ah, naja, wenigstens ansprechende Strukturen hier. Da sieht er der Start für ungebetene Gäste. Ah, guck mal hier. Der Chunk wurde gerade erstellt und jetzt macht sich die Lava auf den Weg nach unten. Und da ist ein Dorf. Alles klar. Dorf ist am Start. Hallo Freunde. Hier gibt es dann reichlich Saatgut. Essen und Handel ist gesichert. Ein bisschen was zum Plündern gibt es sicherlich auch noch. Perfekt. Und Unterwasserruinen. Über Wasser. Also gibt es auch Schatzkisten. Oh mein Gott, da kommt man ja ohne großen Kampf ran. Weil die verziehen sich ins Wasser. Und dann hat sich die Sache. Mann, 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 Mann. Hier kriegt man aber auch alles geboten. Was jetzt noch fehlt, finden wir dort. Schiffswrack. Unterwasserruin? Nee, einfach, nee, ein Schiffswrack. Und ein Tempel. Also, jetzt ist voll, alle Punkte abgehakt. Herrlich. Ein Unterwassertempel. Diese Map lässt keine Wünsche offen. Da ist noch ein Schiffswrack. Unterwasserstrukturen. Oh Mann. Hier gibt es alles. Und hier haben wir noch einen großen Sumpf. Perfekt. Mal ein Stück höher gehen. Vielleicht finden wir ein Hexenhaus. Nein. Doch. Ein Hexenhaus gibt es auch noch. Also, das ist jetzt schon so langsam zu viel des Guten. Ja, lasst noch was für andere Seeds übrig. Aber ich muss sagen, guck mal hier. Bienen sind auch da. Dieser Seed ist schwer zu toppen. Dieser Seed ist verdammt schwer zu toppen. Wow. Hier, guck mal, hier. Pilze für die Suspicious Stew, dass man sich heilen kann. So. Noch mehr Schiffswracks. Naja, was brauchen wir noch? Nichts weiter. Wir haben Strand. Da sind noch ein paar Kürbisse. Wir haben genug Bäume, genug Fläche zum Bauen. Wir haben genug Gegner zum Kloppen. Ich würde sagen, lass uns nach Hause fliegen und mal gucken, wie der Laden von unten aussieht.
Hier ist noch eine Schlucht. Wieder mit reichlich Kohle und Eisen. So, jetzt müsste es hier irgendwo nach Hause gehen. Ah, nochmal eine große Blumenwiese. Hier kann man sich eine Blumenfarm bauen. Und da ist das Waldanwesen. Junge, Junge, Junge. Guckt euch das an. Schön im Sonnenuntergang. Das Paradies für Abenteurer. Wow. Hier gibt es alles. Okay. Spectator Mode. Und abwärts. Ja. Die unterirdische Mine haben wir ja schon gesehen. Und die zieht sich hier. Oh, guck mal. Ist ja völlig untertunnelt. Da geht's lang, da geht's lang. Ha, ha, ha. Auweia. Hier kann man ja kaum noch graben. Da ist ein Spawner. Hier kann man ja kaum noch graben. Hier ist ja überall Mine. Ha. Okay. Ich hatte letztens... Ja, hier hinten geht's weiter. Noch mehr Mine. Ich hatte letztens bei einer... bei einem C-Test geschrieben, das wäre ein Lottogewinn. Aber das hier ist ja dann der Lottogewinn mit Euro-Jackpot und Superzahl. Guck mal. Noch mehr. Da hinten geht's weiter. Oh Gott. Ja. Also wer hier alleine rumrennt, der hat echt schlechte Karten, Freunde. Kommt gar nicht erst auf die Idee. Gut, ich sage dann danke fürs Zuschauen. Mal sehen, was uns der nächste Seed bietet. Und wenn ihr Nummern habt, immer her damit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later.